Die wahrscheinlich härteste Reaction, die ich je gedreht habe. Heute wird's persönlich. Ich spreche jetzt gleich eine Triggerwarnung aus. Wenn ihr Probleme habt mit dem Thema Essstörung, Adipositas, dann schaltet dieses Video am besten jetzt ab. Das bin ich. Und das, und das, und auch das. Wie mein Adipositas-Lebenslauf ungefähr war, was das mit Diskriminierung gegen Mehrgewichtige zu tun hat und warum Stress Essen verursacht und Essen Stress sein kann, seht ihr jetzt in diesem Video. Auf dem Kanal Rohe Energie von Lars und Alexandra gab es vor einer Woche ein Video Essen gegen Stress. Da wollen wir jetzt mal zusammen reinschauen. Und los geht's! Jetzt weiß ich, was wirklich fett macht. Seit der zweiten Schwangerschaft hatte ich immer wieder Probleme mit meinem Gewicht. Und das war ja auch der Grund, warum wir dann letztendlich dann auf vegan umgestellt haben. Und dann lief das auch sehr gut. Wir haben damals ja Rohkost gemacht am Anfang. Und bis zur dritten Schwangerschaft war es dann auch alles super. Und dann hatte ich nach der dritten Schwangerschaft wieder das gleiche Problem. Dann haben wir alles Mögliche ausprobiert, auch mit Fasten und Kalorienzählen und alles Mögliche. Und es hat immer kurzfristig funktioniert. Aber langfristig konnte ich mein Gewicht nicht halten und das ist wieder nach oben gestiegen. Das verstehe ich sehr, sehr gut. Wir haben ja auch zwei Kinder und nach dem zweiten Kind ist mein Gewicht auch wieder nach oben geschossen. Ich denke aber, Alexandra spricht hier von Skinny Fat, also von einem Mehrgewicht, was ein Arzt jetzt noch nicht als dramatisch sieht. Bei mir ist das ja eine ganz andere Abnahmegeschichte. Was ich über die Jahre schon immer für eine Beobachtung gemacht habe, war, dass ich, wenn ich im Urlaub war, ich entweder sogar abgenommen habe oder zumindest mein Gewicht halten konnte. Aber meistens habe ich sogar ein bisschen abgenommen. Und das hat mich schon immer gewundert. Dann habe ich mich gefragt, ja, ne, warum eigentlich? Gerade im Urlaub ist es ja so, dass man dann vielleicht sogar tatsächlich vielleicht ein bisschen mehr isst oder auch die Sachen nicht so zubereitet, wie man das jetzt zu Hause machen würde. Also mit mehr Salz, mit mehr Fett wird da gekocht. Also das ist ganz interessant. Ich war mal kurz vor meinem Schulabschluss auf einer Kur. Und da ist mir gesagt worden, ich soll Fettpunkte zählen. Und Bananen hätten ja auch Fett und Avocados haben auch Fett. Und deshalb muss ich die reduzieren. Und ich soll mageres Hähnchenfleisch essen. Und auch auf die Kalorien achten. Also irgendwie haben die sich nicht selbst an ihren Rat gehalten. Es hat geheißen, zähl Fettpunkte. Und dann hieß es dann doch, ja, aber auf die Kalorien musst du auch schon achten. Und als ich dann dort auch zugenommen habe, wurde mir Betrug vorgeworfen. Also ich würde mich nicht dran halten. Was wir zu Hause kaum benutzen. Und dann ist mir vor einigen Jahren schon das Buch von dem Brandon Brazier in die Hände gefallen. Und das habe ich letztens jetzt noch mal durchgelesen und ich hatte das zwar schon immer im Hinterkopf, aber naja, es gibt ja dann so viele Experten, die es ja dann doch besser wissen müssen. Wenn man Gewicht zulegt, dann muss man halt weniger essen, weil ja klar, logisch, ne, Kalorienbilanz und sowas. Und man sollte weniger Fett essen und man darf nicht so viele Kohlenhydrate essen und bla bla bla. Und jetzt ist es mir letztendlich dann doch jetzt durch dieses Buch wieder klar geworden, was ist das Problem? Stress. Hinzu kommt, wenn man auch noch ein emotionaler Esser ist, das heißt, am Anfang hat es mich gestresst, dass ich essen muss und mein Körper hat das direkt abgespeichert, Stress ist gleich Essen, das heißt, Essen ist gleich Stress. Wenn ich jetzt irgendwo Stress von außen bekomme, reagiere ich mit Hunger darauf. Ja, Stress führt dazu, dass der Cortisolspiegel im Blut sich erhöht und wenn man einen erhöhten Cortisolspiegel hat, verhindert das der Körper, dass man Gewicht abnimmt und Muskeln aufbaut. Und Muskelaufbau ist natürlich auch sehr wichtig bei der Gewichtsreduktion oder bei der Fettreduktion vor allem. Das ist alles. Dann gehen manche Ärzte hin und sagen, ja, dann hör auf zu essen. Wie wäre es denn einfach damit, mal den Stress zu reduzieren?
aber das wäre eine Aufgabe von der ganzen Gemeinschaft. Für Frauen, für Mütter, ja, für einfach alle Menschen, den Stress zu reduzieren. Das wäre eine Aufgabe der Gesellschaft. Es ist aber natürlich viel, viel einfacher, den Betroffenen zu sagen, veränder dein Verhalten, denn du bist das Problem. Anstatt zu sagen, oh, du bist krank, wir müssen etwas ändern. Ich habe eine Essstörung, das ist einfach so. Und wie ich dann bei einem Arzt Jahre später dann auch nochmal Hilfe gesucht habe, ist mir einfach nochmal eine Essstörung anoperiert worden. Ja? Eine Brechsucht, Diarrhö ohne Hilfsmittel habe ich jetzt. Wirklich schon große Operationen, große Eingriffe habe ich unternommen. Sehr viele Diäten, sehr viele Kuren. Und auch intermittierendes Fasten hat alles nicht funktioniert. Und er hatte genau das gleiche Problem. Er hat übertrainiert und war dann in einem Stress und hat dann angefangen zuzunehmen. Und dann haben ihm auch die Experten gesagt, er soll weniger essen. Dann hat er das gemacht und hat noch mehr zugenommen, also wirklich Fett zugenommen. Bei mir ist das wirklich mit dem Hormonhaushalt, hängt das alles zusammen. Stress beeinflusst den Hormonhaushalt. Depressionen beeinflussen den Hormonhaushalt. Also vielleicht einfach mal einen anderen Ansatz finden, außer die Nahrung. Aber ich glaube, ich habe jetzt verstanden, was es Alexandra meint. Und zwar hat der Körper auch Stress, wenn er keine Mineralien hat. Wenn ihm die lebenswichtigen Mineralien und Vitamine fehlen. Und wenn du diesen Mangel behebst, dann hat dein Körper auch nicht mehr so einen Stress und kann zum Beispiel gewisse Hormone wieder produzieren. Und ich glaube, das meint es Alexandra, wenn sie sagt, Essen gegen Stress. Ja, dass du einfach Mineralien und Vitamine aufnimmst in einer bioverfügbaren hohen Qualität und dass dann der Stress in deinem Körper sinkt. Und das habe ich jetzt im letzten Jahr bei mir auch immer wieder festgestellt, gerade wenn das Stresslevel dann eben sehr hoch war, dass man dann auch instinktiv natürlich auch zu falschen Lebensmitteln greift. Ja. Und ja, aber auch wenn man dann darauf achtet, weniger zu essen, dass man trotzdem zunimmt und dass, wenn der Stress wieder weniger wird, dass man dann auch wieder abnehmen kann. Als wir jetzt zum Beispiel im Urlaub waren, habe ich sogar ein Kilo abgenommen im Urlaub. Und warum ist das so? Das liegt daran, dass ich nicht nur eine bessere Auswahl getroffen habe, sondern weil die Lebensmittel, die ich da zu mir genommen habe, einfach eine viel höhere Nährstoffdichte hatten. Ein hochwertigeres Lebensmittel zu sich nehmen, um den Stress zu reduzieren, und dann kannst du wirklich essen gegen Stress und nicht, wie ich anfänglich gedacht habe, emotionales Essen, wo man sich irgendein Junkfood reinhaut. Das Einzige, was ich wirklich gerne zunehme, sind Abonnenten. Abonnieren. Dankeschön.